Kathi Hummels hat sich durchgesetzt. In einem Schleichwerbungsprozess vor dem Landgericht München geht sie als Siegerin hervor. Die zuständige Kammer wies die Zivilklage des für Abmahnungen bekannten Verbands Sozialer Wettbewerb am Montag ab. Anders als die Klageseite meint, sieht die Kammer hier keine Verstöße. Sie meint, Frau Hummels hat ein öffentliches Profil, das für alle zugänglich ist. Sie hat 485.000 Follower und der mündige Verbraucher, der regelmäßig Instagram nutzt, kann anhand ihres Auftritts erkennen, dass sie auch kommerzielle Interessen verfolgt. Und es ist deswegen keine verdeckte Werbung. Der Verband Sozialer Wettbewerb warf Hummels unlautere Werbung in mehreren Fällen vor, weil sie auf ihrer Instagram-Seite Links zu Herstellern gesetzt hatte, ohne das als Reklame zu kennzeichnen. Hummels wehrte sich mit dem Argument, dass sie für die abgemahnten Beiträge kein Geld erhalten hatte. Das Urteil bedeutet keine Klärung der Rechtslage. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Außerdem hat der in Berlin ansässige Verein mehrere Influencerinnen abgemahnt.